Hallo, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine wöchentliche Haarpflegeroutine. Und gerade die Haarpflege bei mir ist irgendwie so ein bisschen speziell geworden. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme euch da mal ein bisschen mit, beziehungsweise zeige ich euch die Produkte, die ich immer verwende. Teilweise auch, wie man die anwendet, beziehungsweise bei den meisten Produkten weiß man ja, wie man die anwendet. Und ich habe speziell jetzt kein Shampoo und keine Spülung hier mit reingenommen, da das bei mir schon sehr wechselt. Also ich bin schon jetzt drauf gekommen, dass die Head & Shoulders Produkte schon für meine Kopfhaut relativ gut sind, aber trotzdem wechsle ich mich da gerne immer wieder ab, beziehungsweise teste ich da auch immer wieder gerne die Neuheiten aus. Und ja, ich möchte euch wirklich die Produkte euch zeigen, die ich immer verwende. Deshalb starten wir gleich einfach mit dem, was ich immer vor meiner Haarwäsche mache. Und ich wasche meine Haare nur zweimal die Woche. Ich habe das total reduziert. Früher war das häufiger, aber ich habe es jetzt echt geschafft, dass ich nur zweimal die Woche meine Haare wasche. Und unglaublich aber war, meine Tochter ist jetzt 8 Jahre und ich hatte seit der Schwangerschaft eigentlich sehr, sehr, sehr stark mit Haarausfall zu kämpfen und das blieb mir einfach. Ich habe zwar viel probiert, aber es hat halt irgendwie auch nichts geholfen. Irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, ich muss mich einfach damit abfinden, bis ich dann das Produkt hier entdeckt habe, und zwar vor über einem Jahr. Denn das ist das Rizelin, eine Basilikum-Extrakt-Haarkur. Und seitdem ich das Produkt anwende, hat sich mein Haarausfall sowas von gebessert. Aber leider muss ich euch sagen, dass das jetzt kein Produkt ist, das, was du vielleicht, weiß nicht, 6-10 Mal anwendest und du erzielst die tollsten und besten Ergebnisse. Also ich habe das wirklich jetzt schon sehr, sehr lange in Verwendung und extrem wahnsinnig gute Ergebnisse erzielen konnte. Also du musst das schon wirklich regelmäßig anwenden und ich mache das, wie gesagt, jetzt schon über ein Jahr und bin sowas von zufrieden. Ich habe mir dazu mal sogar von der Drogerie, also aus der Drogerie, so ein Sieb fürs Waschbecken gekauft, da meine Haare, wenn ich die wasche, es war wirklich extrem viel. Und sonst hätte ich den Abfluss ständig verstopft mit meinen Haaren, die mir immer alle ausgefallen sind. Und ich würde behaupten, dass das auf jeden Fall 2/3 besser geworden ist. Also Haarausfall ist ja eigentlich was ganz Normales, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Aber das, was mir an Haaren ausgefallen ist, war einfach schockierend. Ich muss jetzt mal in meinen Fotos stöbern, ob ich da vielleicht sogar noch ein Foto habe. Das war wirklich sehr extrem. Und jetzt, unglaublich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Haare, die mir jetzt ausfallen, ein ganz normaler Haarausfall ist. Wie gesagt, ist das die Rizelin Basilikum Extrakt Haarkur und das ist so ein Fläschchen hier. Und ich habe mir auch gedacht, ich werde euch da auch ein bisschen mitnehmen, wie ich das Ganze anwende. Es ist nämlich so, dass das so eine Pipettenfunktion hat, und zwar, das kann man auch wirklich sehr, sehr, sehr gut und einfach dosieren. Also wenn die Pipette so 1/3 voll ist, reicht das vollkommen aus, wenn du da dreimal so eine 1/3 volle Pipette verwendest. Und ich mache das sogar ja eigentlich nur zweimal die Woche. Es wird ja empfohlen, dass man das eher dreimal wöchentlich anwendet, aber ich habe es, wie gesagt, zumindest die letzten 8 Monate auf jeden Fall nur zweimal wöchentlich angewendet. Davor habe ich es natürlich auch versucht mit dreimal wöchentlich, aber dadurch, dass ich nicht so oft Haare wasche und wenn du das anwendest, musst du definitiv nachher deine Haare waschen. Zumindest ist es bei mir so. Also da hast du dann halt wirklich richtig fettige Kopfhaut, fettigen Ansatz, natürlich, weil es so ein öliges Produkt ist. Ich zeige euch hier jetzt auch die Anwendung, wo ich aber dann meine Haare wieder zu einem Dutt mache, und zwar kämme ich mir einfach die Haare, mache einen ganz normalen, ja, einen 0815 Dutt, und das funktioniert auch immer ganz gut. Und ja, und nehme die erste Füllung Pipette und arbeite mich von der Mitte meines Scheitels an zurück, bis ich eigentlich auch die gesamte Kopfhaut damit eingeölt habe oder zumindest halbwegs gut das Produkt überall hinbekomme. Ich stopfe das auch immer so ein bisschen unter meinen Dutt mit rein, damit das Produkt auch wirklich überall hingelangt. Und wie gesagt, verwende ich dann auch meist immer 3 Pipetten, manchmal aber auch nur 2. Aber ich glaube, das hat man dann nach einer gewissen Zeit eh im Griff, wenn du das ein paar Mal angewendet hast, wie viel du brauchst. Ich habe halt auch noch dazu eine eher sehr trockene Kopfhaut, von dem her tut mir das noch
umso mehr gut, dieses Produkt. Und es wird auf jeden Fall empfohlen, dass du es mindestens 30 Minuten vor deiner Haarwäsche anwendest. Also es wäre gut, wenn du diese Haarkur auf jeden Fall 30 Minuten einwirken lässt. Mindestens. Und ich mache es immer, wirklich immer über Nacht. Ich trage das Produkt am Vortag, wenn ich weiß, morgen ist Haarwaschtag, trage ich mir das Produkt am Abend auf meine Haare bzw. auf meine gesamte Kopfhaut auf und gehe dann einfach mit einem Handtuch, lege mir das auf meinen Polster und gehe damit schlafen. Denn wenn du es über Nacht einwirken lässt, kannst du den Effekt auf jeden Fall dadurch verstärken. Und ich habe das Gefühl, dass mir das auch sehr gut tut. Und wenn ich das Produkt dann aufgetragen habe, massiere ich das dann mit meinen Händen auf meiner gesamten Kopfhaut ein. Und dann nehme ich mir aber auch gerne noch so ein Tool dazu. Dazu öffne ich aber wieder meine Haare, weil sonst würde das einfach viel zu viel reißen oder unangenehm sein. Und das ist ja auch nicht gut für die Haare. Und massiere einfach noch mit diesem Tool hier meine gesamte Kopfhaut. Und ja, das ist halt irgendwie nochmal so ein bisschen Me-Time, Self-Care-Time und es ist so, so angenehm. Dann kannst du eigentlich deine Haare wieder zumachen, je nachdem, wie du das machen möchtest. Ich schlafe aber wirklich auch meist immer mit offenen Haaren. Ja, die Konsistenz ist, wie gesagt, sehr, sehr ölig. Hier kannst du das auch, glaube ich, ganz gut auf meinen Handrücken sehen. Das glänzt richtig gut. Und da meine Haarkur schon ziemlich, ziemlich leer ist, habe ich auch schon wieder Backup zu Hause. Denn, wie gesagt, auch ohne diese Rizelin-Haarkur geht es bei mir einfach nicht mehr. Ja, wenn du krankheitsbedingten Haarausfall hast, kann es natürlich sein, dass das Produkt bei dir nicht funktioniert. Aber wenn du so ganz normalen Haarausfall hast, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dir das Produkt vielleicht sehr gut helfen kann. Ich bin bei solchen Aussagen zwar immer ein bisschen vorsichtig, denn natürlich muss es nicht bei jedem funktionieren, aber ich bin so, so, so begeistert. Ich war dazu mal schon sehr begeistert von dem Produkt, aber jetzt nach einem Jahr anwenden, kann ich definitiv sagen, dass mir das Produkt sehr geholfen hat. Und ich habe ja schon auch etwas anderes probiert für meine Kopfhaut, und zwar von Weleda das Produkt, aber da konnte ich leider jetzt keine besonders guten Ergebnisse erzielen. Von dem her kann ich euch das Produkt auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, kann aber auch helfen bei sehr trockenem, dünnen Haar etc. Und mir hat es definitiv bei meinen doch eher sehr extremen Haarausfall sehr gut geholfen. Ja, belest euch auch gerne mal in der Website. Ich verlinke euch gerne die Website von denen in die Infobox. Da könnt ihr euch auch gerne noch ein bisschen mehr informieren. Auf jeden Fall, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, dass man das Produkt nicht zu viel verwenden kann. Also eine Überdosierung ist auf jeden Fall nicht möglich. Aber ich setze euch natürlich den Link zur Website in die Infobox. Ja, nachdem ich dann meine Haare gewaschen habe, wie gesagt, ich verwende da immer wieder mal andere Shampoos und Spülungen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme die jetzt da nicht mit rein. Aber nachdem ich dann meine Haare ausgewaschen habe, verwende ich immer diese Schwarzkopf-Glisskur einfach für meine Längen und Spitzen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, du musst jetzt das Produkt nicht in die Längen und Spitzen geben, sondern wirklich auf deinen Haaransatz, auf deine Haarwurzeln. Vielleicht kennen ja viele von euch Rizelin, was Rizelin bewirken kann. Ja, und das Produkt gibst du dir halt eher in die Längen und Spitzen. Zumindest ich mache es nicht so, dass ich das Produkt hier auf meinen Haaransatz sprühen würde, denn dann müsste ich bestimmt alle 2 Tage Haare waschen, denn solche Produkte fetten dann immer sehr stark. Deshalb gebe ich das wirklich nur in die Längen und Spitzen. Einfach damit ich dann gut durchkämmen kann und mir nicht unnötig Haare ausreiße. Was aber auch sehr, sehr, sehr wichtig ist bei den Haaren, dass du vielleicht nicht immer irgendwie so einen sehr strengen Zopf trägst, dass du mit eher offenen Haaren schläfst oder doch eher einen sehr lockeren Zopf trägst, wenn du damit schlafen gehst. Und was auch noch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du deine Haare nicht zu heiß waschen sollst. Also lauwarmes Wasser wäre perfekt. Und falls du deine Haare glättest oder auch Locken machst mit Hitze, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch Hitzeschutz, aber ich glaube, das brauche ich nicht extra dazu sagen. Nachdem ich dann das Produkt hier angewendet habe, kommt noch Föhnschaum in die Haare und da verwende ich sehr gerne von Syos diesen Föhnschaum hier. Der ist richtig toll, der gibt meinen Ansatz so ein bisschen Volumen und ja, dass sie nicht ganz so langweilig runterhängen. Und ja,
auf jeden Fall auch ein sehr, sehr tolles Produkt. Ist vom Duft her auch richtig angenehm. Da hat man so ein frisch, wie frisch vom Friseur Gefühl. Ja, und der letzte Step, nachdem ich das alles getan habe, meine Haare sind geföhnt, gestylt, dann gebe ich mir noch einen Schuss Haaröl in die Spitzen. Einfach damit die ein bisschen gepflegt aussehen. Und da habe ich von L'Oréal Paris Elvital Öl Magique das veredelnde Haaröl mit 6 kostbaren Blütenölen für trockenes Haar. Das riecht auch sehr gut und bei mir reicht immer ein Pumpstoß und ja, und ich gebe mir das auch wirklich nur in den Spitzen rein, wo vielleicht eh die Haare auch ein bisschen trocken sind, so vom Haareföhnen auch. Dann sieht das einfach ein bisschen gepflegter aus und die Haare sehen auch sehr, sehr, sehr gesund dadurch aus, muss ich sagen. Ja, was ich euch natürlich noch so nebenbei an Haartipps geben kann, ist, seid vorsichtig, wo ihr eure Handtasche trägt, dass ihr da nicht immer die Haare einzwickt oder auch beim Gurt, wenn du im Auto sitzt, dass du da auch immer ein bisschen vorsichtig bist. Und ja, auch Sonnenstrahlen etc. können die Haare sehr austrocknen, sehr strohig machen und so. Also das sind halt so kleine Tipps, die man vielleicht so ein bisschen beachten könnte, wenn man möchte. Vor allem, wenn man vielleicht eh ein bisschen Probleme mit den Haaren hat. Ja, und die Produkte, die ich eigentlich so immer verwende, die drei zumindest, gibt es natürlich alle in der Drogerie zu kaufen. Da brauche ich euch, glaube ich, kennen. Da brauche ich euch auf jeden Fall keinen Link in die Infobox setzen, aber von diesem Produkt setze ich euch einen Link in die Infobox, damit ihr da mal stöbern könnt. Ja, der Wirkstoff hier ist auf jeden Fall Basilikum. Es ist made in Germany. Es ist 6 Monate lang haltbar, wenn du das geöffnet hast. 100% natürlich, vegan und Bio-Qualität, was mich auch sehr begeistert hat. Und es müsste sogar derzeit, glaube ich, auch noch 27% Rabatt geben. Also schaut auf jeden Fall bei rezilin.com vorbei, falls du auch an Haarausfall oder dünner werdendes Haar leidest. Und ja, vielleicht habt ihr das Produkt sogar schon mal ausprobiert, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch auch so geholfen hat. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Haartipps-Routine. Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.